So, willkommen zum nächsten Live-LP. Was haben wir alles? Das ist schon eine Geschichte. Das soll ich dich supporten, wenn du willst? Wenn du levelst. Frage mal kurz nach, wo ist die Map? Ah, in der Minimap. So, was haben wir jetzt noch gekriegt? Also von Tree Ghost habe ich mal noch einmal sowas gekriegt. Und dann noch ein 7-Tage-Set. Und ich habe noch neue Nachrichten gekriegt, habe ich schon gesehen. Von Tree Ghost ein Sammelpad. Ja, man kann das sogar verschicken. Cool, danke. Ich brauche ein Sammelpad. Ja, yeah, geil. Und hier noch. Oh, danke, 3 Millionen und ein Bahamut. Den werden wir auf alle Fälle mal löschen. Vielleicht haben wir Glück und von Schulz. Sorry, ich habe den LP heute erst gesehen, bin etwas im Schulstress, macht nichts, das kenne ich. Da gucke ich eher hier die Mails nach, statt jeden Abend bei YouTube, weil ich hier einen Shop auf habe. Wenn du an bist, schreib mich einfach an, ob ich da bin, dann kann ich dich buffen. Machen wir. Schulz. Schulz. Bist du online? Nicht online, gut. Ach, der ist offline schon da. Okay, ein bisschen laut hier so. Ein Santa-Set. Könnten wir auch erstmal anziehen. Haha, Tom wird sagen, Weihnachtswacki. Beziehungsweise, ist ein bisschen längere Geschichte, aber ich war mal auf dem Surfen, da hatte ich immer so ein Set an. So ein Santa-Set. Und deswegen sagt er zu mir immer, weil mein Charakter Wuggy hieß, Weihnachtswuggy. So, warte, ich komme eben nach Flaris. Ein Moment, 3 Minuten. Zum Umlocken, 3 Minuten? Na gut. So, gut, dann warten wir noch kurz. Aber 3 Minuten sind schon relativ lang. Wir können mal so lange unser Invi lernen. Also mir alles verkaufen. 1,9k, die ganzen Quest-Items sind echt gar nichts wert. So. Und wir könnten so langsam gleich mal zum Food kaufen gehen. Weil im Moment ist es da ein bisschen schlecht bei uns mit Food. Wir haben ja gerade nichts. Deswegen erstmal ein bisschen Food kaufen. Kann nie schaden. Spiritus Reactor. Geil. Treeghost.de. Du bist genauso kreativ wie ich mit Charakternamen. Meine ha heißt irgendwie auch mal Level 1, Level Up 1, 2, 3. So, Candies. Ich würde sagen, kaufen wir uns mal die Dinger hier. Kaufe ich vielleicht sogar 2,99er Bringer. Saint Morning, mal kurz schauen, vielleicht kommt er hin. Reinschreiben. Ja, ist ja gerade ein bisschen blöd. Ich habe wieder zu viel Zeug auf meinem Schreibtisch rumliegen, vor allem zu viel auf meinem Mauskabel und so. Was ist denn der? Anscheinend schon das 105er Set an. Oder das ist ein eins der billigsten Sets. Das kann ich jetzt nicht unbedingt unterscheiden. So, können wir das schon mal schließen. Dann halten sind wir auf 14 Minuten hier. Geil. Gut, dann fliegen wir gleich mal los. Und ich würde mal sagen, leveln wir einfach mal bei. Boah, ich weiß es nicht. Was sollen wir leveln?
Achso, ich dachte mir gerade schon, ich fliege hier irgendwie in falsche Richtung. War schon total irritiert, ich dachte mir, da ist sogar keine Wand. Wo sind wir überhaupt? 22. Zu den Boxen oder erstmal Mantis. Bin mich mir jetzt nicht ganz sicher. Gut, wir haben ja erstmal unser Pet. Saugeil. Baby Lava, yeah. Naja, Lava sind oder Lava sind irgendwie echt geil. Ich hatte ganz früher mal ein Baby, eine Babycow. Aber waren, glaube ich, für insgesamt 10 Euro oder so. Irgendwie sowas, also war relativ teuer. Und ja. Ja, so ein bisschen abgezogen alles, naja. Ihr wisst schon. Hier sind, glaube ich, die 27 erstmal, dann kommen die 28 gleich da hinten, ne? Wenn man rechts weiterfliegt. Kann ich anklicken. Schon ab. Hier sind die Young mit Mantis. So. Boah, ganz Attack Speed. Das ist jetzt echt richtig geil. Dauer Support und so. Echt richtig nice. Boah. Spirit Fortune auch noch. Oder hieß das so? Ja. Also so macht Level echt Spaß. So könnte ich es auch ein bisschen längere Zeit aushalten, also. Geht echt ohne Probleme. Kommt ihr nach? Ja, kommt nach. Du Weihnachtsmann. Ja, wie ich schon sagte, Tom nannte mich hier irgendwie Weihnachtsmagie und so. Jetzt bin ich eben der Weihnachts-Level-Up-Play. Oder wie man es auch immer nennen soll. Oder nur Level-Up. Und vor allem das Pad sammelt hier alles schon so brav auf und so. Boah, unsere Crit-Rate hier, das ist extrem. 13%. Diese Geglande oder Chichland. Ich weiß nicht, das wird da immer anders ausgesprochen, also. Ist ein bisschen strange. Also mit so einem Dauer-Support macht es echt richtig Spaß. Ich muss echt schon sagen, vor allem der Damage, die Attack Speed und so, echt extrem. Also auch wenn Off jetzt echt wenig XP gibt und so, aber bei so einem Support 2% pro Mob noch immer, da macht es echt Spaß. Party mit Skills wird natürlich noch geiler, aber naja, gut. Auf alle Fälle können wir allein leveln und so. Leveln die Philippa ist auch klar. So, ja, da ist noch ein bisschen was. Haben wir noch die Smalls um. Und sind schon wieder bei 18%. Das geht echt so schnell. Also im Ernst, so geht es echt richtig schnell und das ist so geil. Ich denke mal, die MLP schaffen wir locker noch ein, zwei Level-Ups. Also wir sind jetzt bei 9 Minuten. Wissen wir, was sollte schon noch gehen. Naja. Ich muss dazu sagen, das Video kommt ein bisschen später. Ich war halt noch beim Arzt, Hausbesichtigung. Und den restlichen Tag habe ich mit Schnäuzen und Allergie verbracht und so. Also, beziehungsweise mit Hardcore-Allergie und so. Deswegen war auch ein bisschen blöd und ja. Ich höre jetzt ja manchmal gibt es Tage, da muss ich die ganze Zeit schneuzen und so. Von dem her ist es ein bisschen blöd, aber naja, gut. Oh Mist, ich wollte noch eine Kanalvorstellung aufnehmen. Shit. Ups.
wieder getroppt. Weil der Staff, Alter, also stimmt, die Staffs sind immer so riesig. Das ist auch geil gemacht, dass die alle Waffen gleich groß sind und so. Ich glaube, ich frage dich erstmal ganz kurz. So nebenbei. Ich weiß, es ist jetzt echt blöd, aber ich wollte eigentlich mit einem guten Freund noch LOL zocken. Deswegen muss ich dir nach dem LPL sagen, dass es mir leid tut und so, aber. Bisschen blöd ist es echt, ich weiß, aber. Ich sollte nicht mehr so viel versprechen. Das, ich glaube, der eine oder andere denkt sich wahrscheinlich schon immer, wenn ich dann wieder irgendwie irgendwas mache und dann, naja. Das war so ein bisschen meine Art, erstmal alles versprechen und dann nichts anhalten. Was aber jetzt auf gar keinen Fall böse gemeint ist, also. Ich weiß nicht, Tweakhouse, wenn du zuschaust, ich weiß auch nicht, wie ich es machen soll. Bisschen eine böse Situation gerade für mich. Ich dachte mir gerade so einfach, naja gut, machst du einfach erstmal ein Live-LP. Und danach kannst du mit einem Freund wieder Ranked spielen und so. Die Zeit übrigens sehr schlecht mit mir laufen. Also ich bin jetzt glaube ich wieder bei 5 LP oder so nach. Also LP, nicht LP, sind LP, das ist die Legend Points oder wie heißt denn die Dinge oder was sind das? Bin mir gar nicht sicher. Auf alle Fälle bin wieder mit Elo ziemlich weit nach unten gekommen und so. Andere ein bisschen Trolls, Feeder im Team. Gerade eben vor wieder bei dem Ranked, 2 Feeder im Team und so, also echt nicht so toll. Schreibe ich dir mal ganz kurz was, soll ich das mal kurz kantonen? So gut. Weil jetzt, weil ich gerade nur gesehen habe, Tom startet jetzt wieder Arma und. Weil ich das nicht nur aufgehe und ihr weiterzockt, von dem her wäre es ein bisschen blöd. Ich würde es geil finden, wenn man irgendwie so eine Anzeige hätte, dass man sehen kann, wie viele Mobs man schon gekillt hat von der jeweiligen Art und so. Das fehlt irgendwie in Flife ein bisschen. Ich finde es ein bisschen extrem. Wir sind bei 76% Attack Speed. Bei Krabben 76% und wir hauen jetzt schon so schnell zu. Das ist echt extrem. Oh, Level Up. Geil. Boah, unser Damage hier, das ist echt so extrem. 600er Hits und fast 1k Crits. Das ist echt zu krank. Ja, also es macht Level auf alle viel Spaß. Das muss ich echt schon mal so sagen. Ausgewähltes Ziel angreifen, so. Ich mach's eigentlich mal ganz gern, weil kann man nicht drauf bleiben. Ja genau, geht immer noch. Mr. T. Geil. Vielleicht droppt er was. Und? Boah. Vital Drink X. Extremst epischer Drop. Hat dieses Level 75er Ringmaster Set an? Ich weiß es selbst nicht mehr. Ja, was ist los mit dem? Mit Tom? Gibt mir hier keine Antwort mehr. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt aufnehme und er dann ankommt, dann ist ein bisschen kacke. Aber. Ich finde es auf alle Fälle sehr nett, dass mich hier Tree Ghost sogar supportet. Also. Das ist echt richtig nice.
Ohne ja, selbst dauert dann immer schon relativ lang und so. Aber dank Schwiegerhaus geht es echt ganz fix dahin. So, wir brauchen den Job noch. Ach ja. Also Rucking ist bei mir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also ich würde ja sehen, das wäre ein bisschen blöd, aber Lexus habe ich teilweise auch noch, also Verbindungsabbrüche und so. Also zumindest in Flife nur, das ist ein bisschen extrem mehr. Gut, jetzt habe ich schon wieder 16 Minuten voll. Deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP.